Straße. Jetzt kommt wieder Elisabeth Scheucher-Bichler aus Klagenfurt, Unternehmerin und Psychotherapeutin. Scheucher-Bichler, Sie haben das Wort. Danke, Frau Präsidentin, meine Herren Bundesminister, sehr geehrte Damen und Herren. Das Gesundheitsbudget sichert ausreichend Mittel, um die hohe Qualität im Gesundheitsbereich sicherzustellen. Ich möchte aber an die Spitze stellen ein Danke an die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, denn die sind auch ganz besonders wichtig. Die haben eine schwierige Zeit hinter sich in den Spitälern, im Rettungswesen, in den Pflege- und Sozialeinrichtungen, im mobilen Dienst, im gesamten Gesundheits- und Pflegesystem. Sie haben unseren Respekt und auch im Namen unserer Fraktion, im Namen der ÖVP-Fraktion, Ihnen allen ein großes Danke für Ihre Arbeit. Meine Damen und Herren, das Budget 23 stellt Mittel sicher, ich habe schon gesagt, die wir dringend brauchen, auch für Impfstoffe, aber auch für andere Maßnahmen. Es geht ja nicht immer nur um die Covid-Impfung. Der Herr Bundesminister hat es ausgeführt, braucht das nicht zu wiederholen. Wir investieren darüber hinaus aber auch 100 Millionen Euro in anderen Bereichen. Wir setzen einen Schwerpunkt im Bereich der Digitalisierung. Und ich freue mich sehr, dass wir auch 2023 wieder Mittel für die Sicherstellung und Weiterentwicklung der elektronischen Gesundheitsakte ELGA bereitgestellt haben. Ganze 22 Millionen werden hier für den Gesundheitsstandort verwendet. Und die Seniorinnen und Senioren haben in den letzten Jahren gerade in Bezug auf die Digitalisierung sehr, sehr viel dazugelernt. Sie profitieren auch von dieser Digitalisierung, von diesen Maßnahmen, vom elektronischen Impfpass, von der E-Medikamentation, vom Fernrezept, wo man sich eben ohne Arztbesuch ein Medikament auf die E-Card schreiben lassen kann. Das ist ganz wichtig, aber wir müssen auch darauf achten, dass wir auch weiterhin entsprechende Unterstützung haben, wenn es um Digitalisierung geht. Erklärung des Smartphones und aller anderen digitalen Möglichkeiten für die ältere Generation. Im Bereich der Digitalisierung gibt es aber auch noch weitere Investitionen, auf die ich eingehen möchte. 3 Millionen aus dem Resilienzfonds, Frau Kollegin Nussbaumer, für den Ausbau der Digitalisierung des Eltern-Kind-Passes sind hier vorgesehen. Und ich freue mich, wenn wir diesen weiterentwickeln können und bald auf alle Familien ausrollen können. In dieser elektronischen Variante soll es künftig auch möglich sein, Erinnerungsschreiben per SMS oder per E-Mail zu versenden und auch eine lückenlose Dokumentation im E-Card-System zu garantieren. Weiters ist auch die Aufnahme von standardisierten Screenings zur psychischen Gesundheit, zur Ernährung und auch zu sozialen Kompetenzen geplant. Zusammengefasst freue ich mich, dass wir genügend Mittel zur Verfügung stellen, um unser Gesundheitssystem weiter zu modernisieren und die Qualität zu sichern und unser Gesundheitssystem auch zukunftsfit zu machen. Dankeschön.